Zahlt ihr das? Du hältst deine Kerzen und die, da muss ich reinlangen. Alles klar. Wir haben es voll. Mit Licht. Wir werden heute richtig professionell ausgeleuchtet. Ist das so? Wow. Wie wir aussehen danach. Blendend. Du sowieso? Nee. Dann ich auch. Ich bin heute durch. Ah, hör so. Gut, bei 35 Grad kann natürlich mal passieren, dass man ein bisschen geschwitzt hat. Ne? Von daher. Hast du auch so Kerzen mit verrückt? Ja, verrückt ich, seid ich ihr. Doch immer so nett. Sehr schön. Es läuft. 35 Grad im Schatten aus Dortmund heute. Gabi Breuer-Konze und Julian David. Ja, und heute machen wir die Gewinnspielauslosung. Ich freue mich, haben viele mitgemacht. Ja, so einige haben mitgemacht. Yes, sir. Sehr gut. Und du hast deinen Auftritt schon hinter dir? Ja. Erzähl mal, wie war's? Wahnsinnig heiß, also wirklich 35 Grad, aber die Menschen hier in Dortmund, ich sag's euch, die sind so abgegangen, oder? Also ich hab's super erlebt, auf der Bühne, Knaller. Du warst unter, also super. Unten quasi. Ich hab mit dir oben gestanden. Ah, okay, siehst du, aber ich hab nur positives Feedback und die sind richtig abgegangen. Ich war total geflasht, also das hab ich sehr, sehr genossen, ja. Das ist schon der Wahnsinn, also Dortmund ist schon ein Highlight. Ja, und dann natürlich noch mit Michelle. Idiot. Und dann hast du noch das Duett gesungen. Ja, der Ritterschlag, du. Immer. Wahnsinn. Es läuft, ich freue mich. Definitiv. Ja, seit Mönchengladbach sind ja jetzt schon wieder so ein paar Wochen durchs Land gegangen. Hattest du eigentlich eine Sommerpause? Nee, Sommerpause mache ich dann irgendwann 2025 wieder. Also, du, ich arbeite fleißig, ich arbeite hart, ich möchte immer weiterkommen und dann steht die Sommerpause ein bisschen hinten dran und ich genieße jeden Auftritt, den ich machen darf. Es werden immer mehr Julian David Fans. Ich lebe meinen Traum und der geht jetzt erst richtig los. Auf jeden Fall. Julian, wie hast du das Unwetter beim großen Open Air am Plumserberg erlebt? Erzähl. Pass auf, ich saß mit Roland Kaiser im Hotel und wir haben gesagt bekommen, das Konzert ist unterbrochen. Und dann haben wir uns angeschaut und gedacht, okay, weil wir haben nach draußen geschaut und auf die Berge hochgeschaut und Flumserberg ist auf 1600 Meter oben und wir haben gesagt, das wird heute nichts mehr. Aber der Schlager- und Wettergott hat es gut mit Roland und mir gemeint und nach 2 Stunden ging es dann weiter. Und ich habe mir gedacht, da sind keine Menschen mehr da oben, weil die stehen seit 6 Stunden im Matsch wirklich knietief und 10.000 sind geblieben. Die waren da, die haben gefeiert, die haben richtigen Abriss gemacht. Ich war so begeistert. Ich durfte direkt nach Roland ran. Das war der Hammer. Also das war richtig cool. Flumserberg, ich komme gern wieder. Also das war echt Flumserberg. Ich liebe Schweiz Flumserberg. Schweiz ist toll. Publikum ist mega. Auch immer gut da, ne? Die, ja, super. Die gehen richtig ab. Ja. Im Juli hattest du an einem Tag 3 Auftritte. Ja. Ja. mit deiner ganzen Crew. Ja. Und da hattest du Besuch. Wer war da? Prince? Damien. Ah, siehst du, genau, der aktuelle DSDS-Gewinner. Ja. Prince hat mich besucht. Super netter Kerl. Okay. Ganz lieber Freund jetzt inzwischen. Wahnsinns cooler Typ. Der hat mich besucht beim Auftritt in München auf dem Marienplatz. Total cool. Siehst du, da wirst du echt quasi auch schon von deinen Star-Kollegen besucht. Das ist doch, das ist der Knaller. Das war echt cool. Und guck mal. Gerade ist richtig geil. Hier, Beatrice Egli rockt die Bühne und es flittert und flimmert ohne Ende. Der Hammer. Wahnsinn. Wahnsinn. Im Olympiastadion bist du ja auch gewesen, da warst aber nur als Gast bei Andreas Gabalier. Ich war als Fan bei Andreas Gabalier, ja. Also als Fan? Natürlich, ich bin großer Fan von Andreas. Wow. Ich finde wahnsinnig toll, was er gemacht hat. Er ist sehr authentisch. Also das ist ja wirklich der King in Lederhosen. Und Andreas höre ich einfach unfassbar gerne. Und der Andi Bucher ist durchs Bild gelaufen. Andi, das muss man immer machen. Nein, du musst zurückkommen. Jetzt musst du hier die Leute begrüßen. Liebe Freunde, genau so macht man das nämlich. Wenn man durch die Kamera läuft, dann sagt man nämlich nochmal Hallo. Hallo. Ne? Also, er macht weiter. Das ist der Andi hier mit Ole. Bester Mann, bester Mann. So muss man es machen, Leute. Wenn ihr durchs Bild lauft, dann kommt nochmal zurück und macht's richtig. Ja? Also dann, genau. wenn dann Star werden. Richtig, ja? Ne? Nee, ich war als Fan bei Andi, weil Andi finde ich unfassbar toll. Ich war schon Vorgruppe von Andreas in Österreich. Wahnsinnig cool. Und mitten in die Fans, ich mag das ja, mittendrin zu sein, statt nur dabei und habe da keine Berührungsängste. Ich habe da nur die Fotos gesehen und gedacht, boah, guck der Julian an. Ja. Mittendrin und statt nur dabei. Ich habe sehr lange gebraucht, um zum Zielpunkt zu kommen, muss ich zugeben, aber das macht wahnsinnig viel Spaß. Also, ja, das brauchtest du heute hier auch. Das ist richtig. Ich mag das aber auch gerne. Weißt du, die Leute reisen echt. Heute sind auch wieder Menschen aus Berlin gekommen zum Beispiel, wo ich mir denke, oder aus Österreich sind auch 2 Fans da, wo ich mir denke, die nehmen so viele Kilometer auf sich. Da ist es doch meine Pflicht, auch zu ihnen zu gehen. Definitiv, ja. beim Schlager-Olymp in Berlin warst du auch? Ja. Da war auch die Hölle los. Du, es ist der Wahnsinn. Ich glaube, du erlebst. Ja, ich glaube, dieses Jahr trete ich irgendwie vor 300.000 Menschen insgesamt auf. Das ist der absolute Hammer und ich bin so, so dankbar, dass die Leute auch wirklich, die singen meine Songs. In Berlin waren es auch 30.000, standen da und haben am Ende des Tages mitgesungen und da geht mir richtig das Herz auf. Also das ist der Hammer. Ja.
Und letzte Woche waren auch wieder 3 Auftritte in 2 Tagen. Ja. Ich kann es gar nicht mehr nachziehen. Ja, Nina Köln war Nacht. Willingen. Richtig. Und Eichsfelder das Eichsfelder Open Air. Genau. Also es war eigentlich an einem Tag, weil Nina Köln war 0.30 Uhr. Naja. Dann um 16 Uhr aufgetreten in Willingen und um 20 Uhr abends in Thüringen. Also das war auch wieder ein Wahnsinnstag und wirklich, ich bin so dankbar dafür, dass ich das erleben darf, weil also, ne, wer kommt schon so viel rum? Ja, und deine Fans erst, ne? Ja, die fahren mit. Das sind ernsthaft, ihr seid die allerbesten, weil ihr fahrt mit. Das waren 600 Kilometer dazwischen gelegen und ihr seid jede Station mit. Ich ziehe den Hut. Auf jeden Fall. Also ich kann immer nur sagen, ihr seid die Wahnsinnsfans. Ja, die besten auf der Welt. Und viele halten auch sogar zu mir ein bisschen Kontakt und wir schreiben uns mittlerweile schon. Das ist echt Wahnsinn. Das muss ich ja sagen, ist das Allerschönste an diesem Schlagerberuf, dass Menschen sich finden für eine gemeinsame Leidenschaft, in dem Fall für mich, was ich wirklich toll finde. Vielen lieben Dank. Das ist das Schönste an dem Job. Und im Schlager gibt es keinen Platz für Miesepeter. Das ist doch schön, oder? Alle Menschen sind gut gelaunt. Das ist wirklich toll. Und du bist immer mega gut gelaunt. Also danke. Ich habe dich in all der Zeit, wie wir uns kennen, also über ein Jahr jetzt, habe ich dich noch nie schlecht gelaunt gesehen. Warum sollte ich auch schlecht gelaunt sein? Es sind ja nette Menschen um mich rum. Ne? Ja, danke. Gerne. So, und jetzt würde ich sagen, jetzt wird es langsam spannend. Jetzt machen wir die Auslosung. Yes, komm her. Pass auf. Du hast was mitgebracht, ja, ne? Genau. Ich habe hier mal so die ganzen Schnipsel drin, ja, mit den Namen. Ja, okay. Das schütteln wir jetzt mal noch so ein bisschen. Ja. Ja. Und ich spiele heute den Glücksfee. Was ist eigentlich die männliche Version von Glücksfee? Gibt es das überhaupt? Wir müssen das googeln. Glücksfee? Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ich schlage einfach rein. Komm her, pass auf. Ja, pass auf. Also die richtige Lösung wäre ja gewesen, dein Lieblingsfilm, Gran Torino. Ne? Gran Torino, richtig, richtig. Also ich hoffe, ihr habt ihn alle inzwischen gesehen. Und, also die das da rein... Also wir die hatten da drin dreimal sind. 2 Karten zu verlosen. Ja. Ne? Also hat hier pro Event schön rausgehauen, hat die Karten rausgehauen für euch. Also 3 Namen ziehen. Ja? Ich ziehe und du liest vor. Machen wir das so? Nee, Arbeitsteilung? Achso. Okay, dann halte ich. Ich halte das Mikro, pass mal auf. Na gut, pass auf. Pass auf, jetzt geht's los. So, und die erste Gewinnerin ist, pass auf. Da hinten läuft gerade Michelle vorbei, ich bin kurz abgelenkt. Verzeiht mir. Die sieht aber auch heute heiß aus, ne? Mega. Mega. Pünktchenkleid, so da hier. Ja, das ist der Knaller, das Kleid. So, ich krieg's nicht auf, läuft. Kriegst du nicht auf? Ja, pass auf, erste Gewinnerin. Sabine Sternchen, ich freue mich für dich, Sabine. Dich habe ich auch nämlich gestern noch gesehen. Hammer. Ach, herzlichen Glückwunsch. Also, Sabine Sternchen, dabei. Einmal 2 Karten auf Schalke. Ich freue mich. Die zweite Gewinnerin ist folgende. Oder folgender. Da hast du. Oh. Das ist ja so spannend. Siehst du, musst du nächstes Mal größer machen. Ich bin nicht so klein motorisch. So, pass auf. Du bist kein Feinmotoriker. Nee, überhaupt nicht. Und zwar Ursula Horn. Mensch, ich freue mich. Und die hat sogar bei Schlager.de mitgemacht. Richtig, steht alles super. Auf unserem schlauen Zettel auf 2 cm stehen. So viele Informationen. Liebe Ursula, auch du kommst nach Gelsenkirchen in die Arena auf Schalke. So rum. So, und der letzte, but last but not least, die letzte ist folgender. Das machen wir noch ein bisschen spannend. Genau. Ein Tusch, bitte. Und zwar ist es Anja Kleinschmidt. Anja, herzlichen Glückwunsch. Also Ursula, Anja und Sabine, ihr kommt alle zu mir und vielen weiteren tollen Kollegen wie Michelle, Beatrice Egli nach Gelsenkirchen, auf Schalke in die Weltmeisterarena. Jetzt haben wir es nochmal. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch von uns. Ja, super. Übergebe ich dir gleich, dass wir das nicht vergessen. Entscheidest du das denn nochmal mit dem Meet and Greet oder machst du heute schon die Entscheidung für dich? Ah, dafür muss ich nochmal schauen, von wo ich komme. Genau, also du noch einen Folgeauftritt. Richtig, genau. Also ne? Wir werden euch definitiv Bescheid sagen, vielleicht im Text schon. Genau. Und sonst melden wir uns nochmal. Ja, ne? Wunderbar. Danke. Genau. Jetzt haben wir noch... Nichts mehr. Wir sind eigentlich durch. Wir sind fertig. Genau, wir sind viel fertig. Zu kurz immer. Viel zu kurz. Geht immer viel zu schnell. Definitiv. Aber du darfst noch mal richtig Werbung machen für nächste Woche, weil da sehen wir uns nämlich schon wieder. Ja, da freue ich mich sehr. Bei nämlich Olé auf Schalke in Gelsenkirchen in der Weltinsarena. Da werden, glaube ich, 50.000 Menschen erwartet. Mir geht richtig die Flatter. Und da könnt ihr mich natürlich erleben mit meinem aktuellen Programm Süchtig nach dir. Und ich glaube, wenn ich Glück habe und wir alle Glück haben, dann darf ich nochmal mit Michelle ran und den Idioten für euch geben. Das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Das ist immer eine Wahnsinnsehre, Matthias vertreten zu dürfen. Ja. Das ist wirklich, also ich mag ja Matthias sehr, sehr gerne, macht wahnsinnig tolle Musik und es ist wirklich eine Ehre, den vertreten zu dürfen. Und ich hoffe, ich mache das gut für euch. Super. Also heute, die haben ja schon nicht nur nach dem Idioten geschrien, die haben ja auch Julian geschrien. Ja, vielen lieben Dank. War auf jeden Fall klasse. Vielen lieben Dank. Und liebe Grüße an alle Schlager.de-Leser.
Okay. Danke euch. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Aber vielen Dank.